Multiple Regression oder Multivariable Calculus, die Königsdisziplin unter den Korrelations-Kausalitätsberechnungen. Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Journalisten- und Medienpreis ausgeschrieben von der Deutschen Mathematikervereinigung DMV, hier ist mein Beitrag. Mir ist Folgendes aufgefallen bei diesen typischen Korrelation ist nicht gleich Kausalitätsstatements. Wenn sich jemand fragt, ob ein Datensatz Y irgendwie kausal von einem Datensatz X abhängt, dann wird einfach viel zu häufig ein rein linearer Zusammenhang vorausgesetzt. Lineare Funktionen sind Geraden im Koordinatensystem. Lineare Funktionen, f von x ist mx plus n. Und die Frage ist jetzt, warum machen die das? Ich nehme an, weil es so schön zweidimensional und einfach ist, sodass man sich das noch schön aufplotten kann und da auch rein optisch Zusammenhänge ziehen kann. Zum Beispiel korreliert der jährliche Pro-Kopf-Käsekonsum mit der Anzahl der Todesfälle durch Verheddern im Bettlaken. Aber die Königsdisziplin ist ja, wenn es statt eines einfachen Datensatzvektors eine ganz große Datensatzmatrix gibt, mit jede Menge voneinander unabhängigen Variablen, und wenn es statt eines einfachen linearen Zusammenhangs eine komplett beliebige Solverfunktion gibt, wo dann nur noch die Koeffizienten bestimmt werden müssen. Wie das geht und wie die Zusammenhänge sind, erkläre ich hier in diesem Video, und zwar extrem anwendungsnah. Denn was ist eine Funktion? Das hier ist eine E-Funktion. Hat etwas Fundamentales, wie ich finde. Und hat immer noch so diese ganzen Glockenkurven rumschwirren und denkt sich dann, ey, das sieht doch aus wie e hoch minus x Quadrat. Und das ist eine sogenannte Badewannenfunktion. Damit werden oft Ausfallverteilungen dargestellt. Und hier eine Herzfunktion. Moment, nee, das ist Quatsch. Ein Herz im Graph ist keine Funktion, weil hier hat ein x-Wert ja mehr als einen zugewiesenen y-Wert. Das ist ja nicht eindeutig. So oder so ähnlich die Begründung. Jetzt freut man sich natürlich, dass man ein mathematisches Modell gefunden hat und sich nicht mehr mit der öden Realität beschäftigen muss. Pure stuff, number theory, topology, analysis. Yeah, that's the good stuff, but not useful. So why would he care? The mathematician does not study pure mathematics because it is useful. He studies it because he delights in it, and he delights in it because it's beautiful. It's funny, that sounds more like how people talk about art than how they talk about science. Ich selbst bin keine echte Mathematikerin, aber mein kleiner Bruder ist quasi verbeamteter Mathelehrer. Ich bin Mathelehrer. My little brother is a math teacher. I'm a math teacher. Nee, maths teacher. So, wir sind ja bei britischen Menschen. Nee, maths und wie Masse. A math teacher. Das ist jetzt nicht direkt eine Expertise, die ich dadurch mitbringe, aber ist auch keine Disqualifikation. Also, los geht's. But another genre entirely is the discovery journalism, where the person who is learning the topic kind of just admits that fact or is open about the fact that they're just starting with it and taking the viewer along a journey with them. And many times that's actually a better piece of content. It's actually better for learning the topic. And it comes with this inbuilt piece of humility that a lot of online content lacks. Mein Pseudonym ist Sophia Transistor. Ich bin Elektroingenieurin und habe die multiple Regression in meiner Bachelorarbeit 2010 und in meiner Doktorarbeit 2015 schätzen und lieben gelernt. Wir starten also konkret in der Anwendung, und zwar ziemlich anwendungsnah. So yeah, you know, Fourier transforms, neural networks, all that trivial stuff, it might be useful, but leave it to the engineers. So if you're doing physics and there's formulas that are relevant, don't shy away from those formulas. Als Inspiration für eine nichtlineare Solverfunktion brauchen wir am besten einen chemisch-physikalischen Hintergrund aus der Halbleiterphysik. Sonst kann es ja nämlich passieren, dass sich der Professor in der Abschlussprüfung fragt, wie sind Sie denn darauf gekommen? Habe ich mir ausgedacht. Wenigstens ehrlich. Physikalische Hintergründe sind immer gut. Das ist was Handfestes. Auf der Suche nach Kausalitäten ist nichts wichtiger als ein naturwissenschaftlich begründeter Wirkmechanismus. Ohne jetzt länger in zu verwirrende Details abzuschweifen, werfen wir nur einen ganz kurzen kleinen Blick auf einen Halbleiter-Formelzettel. Also nicht aufregen, nur ganz kurz. Ihr müsst da nicht alles verstehen. Wir suchen eigentlich nur nichtlineare Funktionsgleichungen. Und was fällt auf? Hier gibt es ziemlich viele Exponentialfunktionen. In der Elektrotechnik wird übrigens immer exp für die E-Funktion verwendet und nicht E, weil E könnte ja auch die Elementarladung sein. Nicht zu verwechseln mit Q. Und es wäre gut, wenn wir unsere Koeffizienten später auf irgendwelche Naturkonstanten zurückführen könnten. Ein Transistor beinhaltet PN-Übergänge. Und hier, das sieht doch schon mal gut aus. V gleich KB mal T durch E mal LN. Ein Logarithmus Naturalis. Wunderschön, den nehmen wir. Und das nächste Mal, wenn dich dann der Professor fragt, wie du auf diesen Zusammenhang gestoßen bist, dann kannst du sagen, hier, das ist aus dem Buch Physics of Semiconductor Devices bei Simon M.C. und Kwoknik. Genau, davon ist es. Dann bist du schon mal nicht ganz unreferenziert.
Try very hard to structure your explanation to go from the concrete to the abstract. Unsere nichtlineare Solver-Funktion hat also Variablen, das sind unsere Messwerte, und Koeffizienten, die so ziemlich konstant sind. Was für Werte das genau sind, könnte ich an einem Transistor zeigen, wenn ich einen da hätte. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Gast und die haben hier so eine Art Werkzeugkeller. Kann man das lesen? Nee, ne? Also wir suchen jetzt ein schickes Transistor-Demonstrator-Gehäuse. Hier steht zum Beispiel OPs Transistorin. Naja, also muss ich mal nach googeln. Das ist auf jeden Fall ein älteres Modell. Ich suche soweit eins mit 3 Pins. Ja, guck mal, hier sind doch 3 Pins. Ein TO-Gehäuse. In der Leistungselektronik hat man oft TO247. Das hier ist natürlich ein kleineres. Nimm mal das mal mit. So, das hier ist meine Ausbeute. Besser als nichts. So, meine hochprofessionelle Internetrecherche hat ergeben, dass ich mir das Demonstrator-Suchen hätte sparen können. Ich hätte auch einfach das Hauptfoto von Wikipedia nehmen können, weil das hier ist der gleiche. Vielleicht ist das ein sehr berühmter Transistor. Wer weiß, ein gemeiner Transistor. Ein allgemeiner, sehr häufig gebrauchter, Entschuldigung. Hatte nun einen Star-Auftritt in diesem Video. Tschüssi. Mein aktuelles YouTube-Thumbnail zeigt das Schaltsymbol eines Transistors. Ich habe das einfach nur schnell dahin geschludert, aber man kann trotzdem etwas daran zeigen. Die Anschlüsse hier heißen Kollektor, Emitter und Basis. Am Package entspricht das zum Beispiel diesen 3 Pins hier, also musst du vorher im Datenblatt gucken, welche das genau sind. Und unsere Messwerte kann man jetzt gleich in diesem Schaltsymbol wiederfinden. Aber was macht dieses Bauteil eigentlich? Wozu braucht man das? Ist das interessant? Muss man das wirklich wissen? When am I ever going to use this? You're just working through worksheet after worksheet and it's all so unrelated to your life or anything that you could imagine being in your life. Nur ganz kurz, ein Transistor kann man mit einem Schalter vergleichen. Hier links ein mechanischer Schalter, der offen ist. Rechts dem Schaltsymbol sieht man nicht an, dass dieser Schalter ebenfalls offen ist. Das sieht man nur an den Messwerten. Den mechanischen Schalter legen wir gleich per Hand um. Und die Leitfähigkeit des Transistors steuern wir rein elektrisch. Durch einen kleinen Steuerstrom in die Basis. So, jetzt passt mal auf die Hand auf hier links. Jetzt sehen wir eine super Animation, wie der Schalter betätigt wird. Wir schalten ein. Bupp. Jetzt haben wir einen kleinen Steuerstrom fließen, können dadurch einen großen Kollektorstrom führen. Prinzip verstanden? Gut, weiter geht's. So if you're trying to teach math on YouTube and someone's not engaged, they're not sticking around. Hier oben in unserer Solver-Funktion mit Halbleiter physikalischem Hintergrund haben wir die Variablen in grün, die wir gleichzeitig hier in unserem Transistor im Schaltplan sehen. Spannungswerte können wir ganz einfach messen. Bitte nicht aufregen, dass hier Ströme dabei sind. Beim Strömemessen messen wir im Grunde auch nur einen Referenzspannungswert, der dann proportional zu diesem Stromwert ist. Zum Beispiel über einen Messschand. Aber die große Frage ist ja jetzt: Was ist der Value of Interest? Was wollen wir eigentlich wissen? Welcher Wert ist jetzt eigentlich der interessante? So, wie die Formel hier oben aufgelöst ist, könnte man meinen, dass es die Basis-Emitter-Spannung während des On-States ist, aber es gibt eine Variable, die man in der schnöden Realität nicht einfach so messen kann. Und das ist die Temperatur T. Das ist es, was wir eigentlich wissen wollen. Und da wir das nicht so einfach messen können, wollen wir das anhand einfach zu messender, temperatursensibler elektrischer Parameter berechnen. Und bei der Durchführung der multiplen Regression muss man sich über eins klar sein: Wenn wir die Berechnung machen, dann kennen wir quasi alle Messdaten. Wir kennen nicht nur die X-Datas, sondern auch die Y-Datas, die Temperatur. Und damit finden wir die Koeffizienten, die in unserer Solver-Funktion den bestmöglichen Fit für unser Modell liefern. Und unser übergelagertes Ziel später, wenn wir mal die Temperatur nicht so einfach messen können, wollen wir die ganz einfach mit unserer gefundenen Funktion berechnen können. Dann müssen wir die Temperatur jetzt erstmal auf die traditionelle Art und Weise bestimmen. Wie macht man das? Hier sehen wir eine super Infrarotaufnahme meines Gesichtes. Und was fällt auf? Meine Wangen sind deutlich röter als die Schläfen. Das bedeutet, an meiner Hautoberfläche habe ich keine homogene Temperatur, sondern eine Art Temperaturverteilung. Yes. So always use it to fool around. This all looks nominal. And here are some examples. I suspected this could happen, but the administrator just would not listen. I am rather looking forward to this analysis, aren't you? A fellow scientist. All right. I am impressed. Die Kopf hat kalt, die Füße warm. Das macht den reichsten Doktor. Wie, echt? Deine Nase ist irgendwie kalt. Hier. Transistoren-Halbleiterchips haben auch nicht überall die gleiche Temperatur. In der Mitte ist es da in der Regel heißer als am Rand.
Deshalb definieren wir, die Temperatur, die wir bestimmen, ist in Wirklichkeit nur die virtuelle Junction-Temperatur. Normalerweise ist so ein Transistor-Package, hier ein Leistungsmodul, fest verschlossen. Wenn du die Transistor-Chips jetzt filmen willst, dann musst du das aufmachen und speziell präparieren und dann noch mit so einem Lack einsprühen, damit die Infrarotmessung möglichst akkurat ist. Fürs Labor wie hier okay, in der Realität aber ein No-Go. Wenn schlecht läuft, kann er das so um die Ohren fliegen, weil diese Verpackung macht auch einiges an der Spannungsfestigkeit aus. Man kann die Temperatur auch mit Hilfe eines Thermoelementes messen, aber auch das ist ziemlich invasive und viel zu träge. Wie könnte man noch die Temperatur messen? Hier wurde das Modul samt Chip mit einer Heizplatte auf einen bekannten statischen Temperaturwert aufgeheizt. Das kann man machen bis zu Temperaturwerten von etwa 150 Grad Celsius. Danach muss man aufpassen, dann wird dann der Gradient der Abkühlung zu groß, weil die Luft in der Regel nur Raumtemperatur und nicht Heizplattentemperatur hat. Ja, ansonsten haben wir es jetzt. Wir sind soweit. Wir werden jetzt unseren Transistor hoch bestromen und dadurch aufheizen. Und dann schauen wir einfach mal, was so passiert. So, das bedeutet, wir starten unsere Messung mit einem guten, topmodernen Gerät, einem Oszilloskop. Quatsch, das machen wir natürlich nicht, das war viel zu ungenau und viel zu langsam. Wir brauchen Highspeed, Kilo, Megahertz und auch noch Genauigkeit von 1 Millivolt. Unverrauschte Daten zum Analysieren. Das kannst du damit vergessen. So, hier rechts unten im Bild ist unser DUT, unser Device Under Test, der Power-Transistor. Darüber der Basistreiber, an dem wir unsere Messpunkte jetzt abgreifen. Und jetzt lernen wir was über ADC Magic. Für die Messung benutzen wir nämlich einen ADC, einen Analog-to-Digital-Converter. Unserer hat eine Auflösung von 16 Bit. Wir erinnern uns und rechnen schnell 2 hoch 16. Das entspricht 65.536 Werten, die wir damit darstellen können. In der Realität hat unser ADC einen Eingangsspannungsbereich und eine positive und negative Sättigungsspannung. Das Delta zwischen den beiden entspricht einer Spannung von 1,566 Volt. Geteilt durch die Anzahl der möglichen Werte kommen wir auf eine Genauigkeit von etwa 23,895 Mikrovolt, die wir damit rein theoretisch auflösen könnten, wenn wir wollten. Und die Frage ist, sollten wir das ausreizen, wenn wir eigentlich nur eine Genauigkeit von 1 Millivolt brauchen? Und die Antwort ist, nein, sollten wir nicht, denn wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit und sollten unsere Spannungswerte vor dem ADC auf möglichst kleine Spannungswerte herunterteilen, weil der ADC nun mal Eingangsfilter hat, die eine gewisse Zeit brauchen, ehe sie mit den zu messenden Spannungswerten aufgeladen sind. Zur Verdeutlichung, wir haben einen analogen Messwert, der erwartungsgemäß bei ungefähr 3 Volt liegt. Den müssen wir mit einem resistiven Spannungsteil herunterteilen. Unsere Messschaltung bauen wir jetzt auf eine neue Platine auf, weil die hier offensichtlich schon total überladen ist. Pass auf, super Animation, die Platine kommt jetzt von links reingeflogen. Fantastic, nice job. Da sitzt sie drauf und der ADC ist dieses kleine Bauteil hier. Der Rest ist Messschaltung. Die ganze Platine ist ungefähr 6,5 x 8,5 cm groß. Für den englischsprachigen Raum muss ich das wahrscheinlich noch in Fuß umrechnen. Aber weil die Platine so klein ist, ist ein Fuß viel zu groß. Deswegen hier die Größenangaben nochmal in Inches, zu Deutsch Zoll. So sieht das Ganze dann in echt aus. So soll eine Platine aussehen, die von hinten bis vorne und oben bis unten durchgemessen wurde. So und nicht anders. Hier selbstverständlich noch das berühmte Bild des Traktionswandlers, made by Fraunhofer. Und die Messplatine kann man dann da noch draufstecken. Es klingt trivial, aber ganz wichtig bei unserer Messung ist die Zeit. Diese verschiedenen Messpunkte werden ja in Matrizen gesammelt. Und du hast dann immer Datensets zu verschiedenen Zeitpunkten. Aber die Zeit zu messen ist ganz einfach. Das ist einfach das Clock-Signal unserer Control Unit. Jetzt wiederholen wir noch kurz was aus dem Bereich der Binärrechnung. Unser ADC gibt die Messwerte als I16 Signed Integer über SPI an unser Datenverarbeitungssystem, zum Beispiel einen Computer oder sowas. Ne? Dabei rangieren die Werte von minus 32.000 bis plus 32.000. Zur Erinnerung, das kommt daher, weil wir insgesamt über 65.000 Werte darstellen können. Und hier ein konkretes Beispiel. Folgender Wert in der Binärschreibweise lautet in Hexer A81 und in Dezimal 2689. Den Messwert der Variable VBE kriegen wir jetzt und wir wollen jetzt wissen, welcher Spannungswert steckt in Wirklichkeit dahinter. Dafür gibt es eine Transferfunktion. Channel N plus minus Channel N minus ist der analoge Eingangsspannungswert an einem der 6 Eingangskanäle am ADC. Dann stellen wir die Formel mal um und vergessen nicht, dass wir noch einen Spannungsteiler von 47,8 haben. In Data Channel N setzen wir jetzt 2689 ein und berechnen damit eine Spannung von 3,0726 Volt. Wenn wir jetzt mal so tun, als hätte unser Data-Wert einen Fehler von plus minus 1, weil Kommastellenfehler sind nicht möglich, also das sind die kleinsten Fehler, die passieren könnten,
Und wenn wir die dann auch in Spannungswerte umrechnen, haben wir an der dritten Nachkommastelle einen Fehler von nur 1. Dritte Nachkommastelle der Einheit Volt bedeutet, wir sind im Millivolt-Bereich. Eine Genauigkeit von 1 Millivolt ist also erreicht. Ich wurde ja schon öfters bei Vorträgen gefragt, ob meine Messwerte wirklich echte Messwerte sind oder irgendwie geschönt. Und die Antwort lautet, ja, ich meine, was soll ich machen? Das Ding ist halt so genau. Man kann so weit reinzoomen, dass man irgendwann auf eine Art Rauschen trifft. Habe ich hier mal gemacht. Und was fällt da auf? Die einzelnen Messwerte sind irgendwie gequantet. Und das kommt daher, dass es digitalisierte Analogwerte sind. Mit einer Genauigkeit von ungefähr 1 Millivolt. Unsere berechnete Temperatur ist hier unten in der Mitte. Und wie wir sehen, haben wir eine Genauigkeit von etwa plus minus 1, 2 Kelvin. Und das ist für Leistungshalbleiter schon mal sehr gut. Ob da jetzt genau 150 Grad Celsius oder 151 Grad Celsius ist, macht da auch nicht mehr den großen Unterschied. So sieht's aus. Ist doch interessant, oder? Ich hab das mal gesehen, wie das funktioniert und wie die Hintergründe sind. So what makes people engage with math? Relevance, you know, connected to the world, preferably connected to the audience's world. Datenanalyse ist wie ein Überraschungsschokoriegel. Man weiß nie, was man bekommt. Erdbeer? Now what's funny is fiction makes no attempt to answer this question. I didn't ask that because we understand fiction appeals for an entirely different reason. It's about emotion, you know, it's about wonder. It's about establishing a mystery that you just need to see resolved. It's about introducing a romance that you really want to see come to fruition. It's a warm escape from a world that to a lot of us can be cold and sometimes lonely. So, fertig, die ersten Messergebnisse sind da. Wir fangen mit einem einfachen zweidimensionalen Graph an, mit 3 Variablen, VBE on und IC. Und die dritte Variable, die Temperatur T, ist hier quasi gequantet mit eingezeichnet. Noch schöner wird's natürlich in einem dreidimensionalen Graph, mit 3 Variablen. So I think if you had some alien civilization that came, but they had a very good spatial conception for 4 dimensions, they would look at our vector notation and think that it was not capturing the deeper realities of math. Arguably, who knows? Das ist die Realitätsmessung mittels eines 16-Bit-ADCs. Wir sehen hier, dass der Logarithmus hier bei kleineren IC-Werten greift. Die kleinen IC-Werte sind hier abgeschnitten, weil die quasi nicht relevant sind. Weil richtig aufheizen kann ich den Transistor nur mit diesen hohen IC-Werten von bis zu 50 Ampere. Und wenn hier kein funktioneller Zusammenhang besteht, dann weiß ich auch nicht. Zu meiner Schande auch ein sehr hoher linearer Zusammenhang, aber die Ansätze des Logarithmus sind auf jeden Fall zu erkennen. Hier sehen wir einen Plot aus Simulationsdaten und der Logarithmusanteil ist hier wirklich nur bei den ganz kleinen Strömen relevant. Was ja an den Variablen fehlt, ist der Basisstrom und die Kollektor-Emitter-Spannung. Das muss ich jetzt noch begründen. Das Tolle an der multiplen Regression, bei sehr vielen Variablen, die alle irgendwie einen Einfluss auf das Ergebnis haben, kann ich jetzt anhand der Koeffizienten bestimmen, welche meiner Variablen den größten Einfluss hat. Und so kann ich dann immer weiter vereinfachen. Ich habe es hier jetzt schon zu einem rein linearen Modell vereinfacht. Hier in der mittleren Spalte der Tabelle stehen die zu erwartenden Schwankungen der einzelnen Variablen. Und dieses Delta habe ich jetzt mit dem dazugehörigen Koeffizienten multipliziert. Und es kam raus, dass bei VBE, unserem wichtigsten Parameter, der Temperaturhub bei einem so angenommenen Fehler über 50 Grad Celsius ist. Das ist ein normaler Temperaturhub an sich. Bei einem Delta-IC von 30 Ampere ist der zu erwartende Temperaturhub etwa 10 Grad Celsius. Und bei VCE on und IB, die eben vernachlässigten Parameter, ist der Fehler in der Temperatur fast zu vernachlässigen. Keine Sorge, ich lasse das trotzdem noch drin. Aber genau deswegen ist in unserem dreidimensionalen Graph so eine schöne Fläche zu sehen. Weil die fehlenden Variablen nicht so einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die kitzeln quasi nur noch so die letzte Genauigkeit aus der Formel heraus. Okay, jetzt sollte eigentlich der Teil mit der eigentlichen Berechnung kommen. Als ich noch an der Uni war, habe ich das natürlich mit, Achtung, keine Werbung wegen Markenerkennung, der Software MATLAB gemacht. Da gibt es ein Tool namens LSQ CurveFit. Da kannst du dir das alles mit berechnen und anzeigen lassen. Aber ich bin jetzt seit 6 Jahren aus der Uni raus. Und als Privatperson kannst du ja so eine Software nicht mehr leisten. Hier die CurveFitting Toolbox. Also nur für ein paar Sekunden in einem YouTube-Video werde ich mir das garantiert nicht holen. Nicht verzagen, Suchmaschine fragen, denn für fast jedes weit verbreitete Lizenzprogramm gibt es heutzutage eine kostenlose Open-Source-Variante, die mindestens genauso gut ist. Alternativen zu MATLAB sind zum Beispiel GNU Octave oder Scilab. Hört zu, ich bin mir dessen bewusst, dass ich bis jetzt viel zu viel über die Datenakquisition und viel zu wenig über den eigentlichen Akt der mathematischen multiplen Regressionsberechnung philosophiert habe. Ein Fakt, der mich eventuell leicht für den Mathewettbewerb disqualifizieren könnte, aber nur, falls das jemandem aufgefallen ist.
Ansonsten stehe ich dazu. Aber was wäre ich für eine Lehrerin, wenn ich jetzt jeden einzelnen Schritt tutorialartig vorgeben würde? Nein. Ich möchte in allen Interessierten den Funken entfachen, der dazu inspiriert, selbst nach Tutorials zu suchen und wild drauf loszufitten und zu multiregressen, was das Zeug hält. Ich lege hier eher den Fokus auf die Anwendung. Erinnert ihr euch an das Video, wo ich über Batteriealterung und Zustandsdiagnostik mittels thermischer Impedanzspektroskopie geredet habe? Nun, das kann man auch mit Halbleiterbauelementen machen. Wenn du auf Grundlage des physikalischen Hintergrundes und unter Anwendung der mathematischen Modellierung und Berechnung nun die Temperatur des Transistors in Echtzeit und im On-State-Betrieb bestimmen kannst, kannst du daraus die sogenannte transiente thermische Impedanzkurve ermitteln. Diese Neukurve nimmst du als Referenz und wenn dein Bauteil altert und es eine Verschlechterung im Kühlpfad gibt, dann wird es grob gesagt schneller heiß und auch heißer als ein ganz neues, gesundes Bauteil. Du kannst also genau sagen, dass es eine Verschlechterung gibt und du kannst sogar an der Formveränderung der Kurve berechnen, an welcher Stelle im Package der Fehler liegt. Und ganz nebenbei, akute Überhitzungsprobleme kannst du damit auch bequem und einfach detektieren und entsprechend handeln, bevor es zu einem größeren Ausfall oder Unfall kommt. Explosionen sind zwar immer spektakulär, aber die große Kunst ist es, es nicht knallen zu lassen. I mean, having comedy, having some notion of characters that you care about. I mean, having a mystery you need to see resolved. Really, anything that pulls you in for the math for what it is now, not what it promises to give you later, in a way that suggests there's something deeper at play. Because what we can do is walk through, step by step, the problem-solving tactics that could lead you to find the clever insight to answer this question. Hallo, hier bin ich wieder. Wie es aussieht, bleibt noch Zeit für eine kleine Abmoderation. Fazit, Datenanalyse. Auch Datenschubsen genannt, kann man machen, aber ich rate trotzdem dazu, ab und zu oder häufig oder eigentlich immer noch das eigene Bauchgefühl zu konsultieren, bevor man dann die letzte Entscheidung trifft. Data Science wird immer wichtiger, denn auf Grundlage von Datenanalyseauswertungen können wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ganz wertungsfrei sage ich jetzt extra wichtige Entscheidungen und nicht richtige oder falsche Entscheidungen, weil das wird ja vom Betrachter abhängen. Beim Erstellen dieses Videos habe ich für mich herausgefunden, dass ich mich auch mal mehr damit beschäftigen sollte. Mache ich noch. Fällt aber unter die Kategorie könnte man mal machen. In diesem Sinne bleibt sicher, sauber und mathematisch interessiert. Drückt mir die Daumen bei dem Wettbewerb und bis dann. Ciao. Tschö mit Ö. But here's the thing about math. Even if it's not useful, even if it's almost trying not to be useful, it has a way of coming back around. So what makes people engage with math? Well, honestly, I think the most compelling answer is neither the usefulness nor the story, but understanding the bizarre way that they intertwine with each other. You know, the easy half here is that sometimes the best narrative is rooted in a really good application. But much more counterintuitive and just as true is that some of the most useful math that you'll ever find, or that you can teach, has its origins in someone who is just looking for a good story. Thank you very much.